Lohnt es sich jetzt noch für euch Dragonfly zu spielen und euer Gear weiterzuentwickeln? Das ist ja immer die Frage, kurz bevor eine neue Erweiterung erscheint. Und die Antwort ist, natürlich lohnt sich das, zumindest bis zu einem gewissen Item-Level und davon ausgehend, dass ihr in War with Inn schnell einsteigen und sehr schnell leveln wollt. Bevor wir dazu ins Detail gehen, aber erstmal das Offensichtliche. Aktuell läuft ja noch das Pre-Event und da gibt es ja einige Sachen rauszuholen. Mounts, Pets, Erbstücke, Transmogs, es gibt sogar einen 32-Platz-Behälter, den ihr kaufen könnt. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann lohnt es sich alleine dafür schon in Dragonflight einzuloggen und das Pre-Event zu spielen. Und selbst wenn ihr euch da alles geholt habt, dann könntet ihr das Pre-Event zum Beispiel auch noch dafür benutzen, euch eure Twinks auf Level 70 zu bringen. Von Level 10 bis Level 70 benötigt man mit dem Pre-Event so circa 3 bis 4 Stunden. Also klar, alleine dafür lohnt es sich schon aktuell Dragonfly zu spielen, aber deswegen habt ihr ja nicht eingeschaltet, denn ihr wollt wahrscheinlich wissen, lohnt es sich, euer Gear weiterzuentwickeln? Und da ist die Frage natürlich, wie schnell wollt ihr in War with Inn leveln? Und dazu müssen wir uns zwei Zahlen angucken, nämlich welches Gear könnt ihr aktuell theoretisch maximal erreichen und wie lange ist dieses Gear in TWW relevant. Ein voll aufgewertetes Mythos-Item bzw. ein voll aufgewertetes erwecktes Item mit 12 von 12 bei erweckt oder 4 von 4 Mythos kommt auf dem Item-Level von 528. Es gibt ein paar Items, die könnt ihr noch weiter pushen. Der sehr rare Loot aus dem Raid sowie die legendäre Waffe von Fyrak, wenn ihr die Questline gemacht habt, die könnt ihr auf erweckt 14 von 14 pushen und das wäre dann 535. Um das zu erreichen, müsstet ihr aber komplett reinbuttern und den mythischen Raid spielen oder 8er Keys bzw. 6er Keys, also erstmal die 8er Keys, um das Mythos Gear zu bekommen und dann die 6er Keys, um die Aspektmarken zu bekommen, damit ihr das Gear aufleveln könnt. Die erweckten Items bekommt ihr nur über die limitierte Währung und ihr braucht ja dann auch noch die Würmmarken. Also ihr müsst schon sehr viel spielen, um auf 530 im Durchschnitt zu kommen. Jetzt mal nur zum Vergleich, ich bin aktuell bei 515 und ich habe schon ein paar Mythos-Items und die legendäre Fyrak-Waffe auf 535. Also 530 ist wirklich super schwer zu erreichen und da gehört auch noch eine gewisse Portion Glück mit dazu, dass ihr auch den richtigen Loot bekommt. Aber ja, das ist, was ihr aktuell in Dragonflight erreichen könnt. Jetzt schauen wir uns die nächsten Zahlen an, nämlich aus War with Inn. Da schauen wir uns jetzt mal genauer an, wie sehen denn eigentlich die Belohnungen aus, grüne Items und blaue Items, die wir auf unserem Weg von Level 70 bis Level 80 bekommen können. Also auf welcher Stufe skalieren die Items, wie stellt sich Blizzard das vor, wie stark sollen die Spieler sein, um den Level-Content zu schaffen. Denn das ist das Einzige, bei dem ihr nachhelfen könnt, wenn ihr jetzt richtig reingeht in euer Gear. Ansonsten gebe ich euch jetzt schon mal eine ganz große Ernüchterung. Um auf Level 80 für Hero Dungeons anzumelden, benötigt ihr ein durchschnittliches Item-Level von 571. Und das ist natürlich unmöglich, noch vor der Erweiterung zu erreichen. Ihr könnt aber den Levelweg beschleunigen und da gibt es sogar eine Sache, die solltet ihr jetzt unbedingt tun. Deswegen schauen wir uns jetzt mal gemeinsam die Item-Level an. Ein grünes Item-Level, das ihr aus einer Quest erhaltet auf Level 70, hat ein durchschnittliches Item-Level von 408. Auf Level 71 sind es schon 434, auf Level 72 460, auf Level 73 483, auf Level 74 506, auf Level 75 515, auf Level 76 525 und auf Level 77 532. Also wenn ihr jetzt ein komplettes 530er Gear hättet, seid ihr ungefähr auf dem Stand von Level 77. Grüne Items wohl bemerkt. Das ändert sich gleich noch, wenn wir uns die blauen Items anschauen. Wenn ihr wie ich ein 515er Gear habt, seid ihr auf dem Stand von Level 75. Blizzard geht aber davon aus, dass ihr Item Level 400 habt, denn 408, das ist das erste Item Level, das ihr in TWW für grüne Questbelohnungen bekommt. Sprich, Blizzard geht davon aus, dass ihr irgendwie so Level 400 seid. Wenn ihr ein 515er Gear habt, dann schneidet ihr natürlich durch den Level-Content wie durch Butter. Die ersten 3, 4, 5 Level werdet ihr komplett durchheizen.
Also skaliert am Level-Content, könnt ihr bis Level 77 spielen und müsst wahrscheinlich noch kein Item austauschen. Und grünes Gear hat ja auch keine Spezialeffekte, dementsprechend kommt ihr mit eurem Gear sehr weit. Wenn ihr wie ich so ein 515er Gear habt, dann könnt ihr bis Level 75 durchziehen, ohne dass ihr was austauschen müsst. Aber wie sieht es jetzt mit den blauen Belohnungen aus? Zum Beispiel mit dem Dungeon Loot oder mit den blauen Quest-Belohnungen? Na, da wird's schon ein bisschen anders. Direkt auf Level 70 bekämen wir theoretisch ein 415er Item. Auf Level 71 441, auf Level 72 467, auf Level 73 490, auf Level 74 509, auf Level 75 518, auf Level 76 528 und auf Level 77 535. Auf Level 80 dann 554. Jetzt wundert ihr euch natürlich, okay, wie soll ich es dann bitteschön auf 571 schaffen, damit ich für Hero Dungeons anmelden kann? Dazu muss natürlich gesagt werden, dass sich Hero Dungeons ein bisschen geändert haben in ihrer Wichtigkeit. Früher gehörten sie mit zum absoluten Vorbereitungskontent. Mittlerweile sind ja Hero Dungeons genau wie die mythischen Dungeons ein bisschen in der Bedeutung wieder angestiegen und Hero Dungeons werden erst ab dem Start von Season 1 in TWW verfügbar sein. Es kann sein, dass Blizzard da nochmal was am Item-Level schraubt, allerdings müsst ihr euch wirklich bewusst sein, Hero Dungeons sind mittlerweile ein Content, auf den man sich auch ein bisschen vorbereiten muss. Also einfach Max-Level erreichen, ein paar Items grinden und dann geht's rein in die Hero Dungeons. So einfach wird es zumindest am Anfang der Erweiterung nicht laufen. Kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage dieses Videos zurück. Lohnt es sich jetzt noch Dragonfly zu spielen und sein Gear weiterzuentwickeln? Also wenn ihr super schnell leveln wollt, lohnt sich das natürlich. Jetzt sich extra dafür eine Woche Urlaub nehmen oder krank melden, damit ihr euch auf die Erweiterung vorbereiten könnt? Ich glaube, das wäre ein bisschen übertrieben. Aber eine Sache solltet ihr jetzt unbedingt machen. Ihr solltet euch eine Waffe auf Item Level 515 aufbauen. Und das könnt ihr wirklich super einfach. Und zwar über die antiken Bronzebarren, da könnt ihr euch ja auch die Waffen für kaufen. Und über den LFR bekommt ihr zum einen die Bronzebarren, zum anderen bekommt ihr auch die Marken, um eure Waffe auf 515 aufzubauen. Die Marken selbst bekommt ihr natürlich nicht aus dem LFR, sondern über die Belobigungsabzeichen, wenn ihr 6 Raid-Bosse erledigt aus eurer Vault, euch aber dann kein Item aussucht, sondern die Belobigungsabzeichen mitnehmt, dann könnt ihr hier beim Händler direkt neben der Vault für die Belobigungsabzeichen die nötigen Marken kaufen. Für 515 reicht wirklich der LFR komplett aus und macht das wirklich, denn euer DPS skaliert ja in sehr vielen Fällen vor allem mit eurer Waffe und wenn ihr da eine starke 515er Waffe habt, das hilft euch wirklich enorm in War Within. Ansonsten hatten wir jetzt einen kleinen Reality-Check, also selbst wenn ihr jetzt komplett reingeht, kommt ihr maximal bis Level 77 mit dem Gear aus, bevor ihr dann wahrscheinlich anfangt, erste Teile auszutauschen. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Set-Boni deaktiviert werden mit dem Start von TWW, also die Set-Boni aus Dragonflight sind dann in TWW nicht weiter verfügbar. Also der Bonus-Damage und die Bonus-Performance, die ihr aus den Set-Boni bekommt, die könnt ihr nicht mit in die Erweiterung nehmen. Bevor es hier zu Verwirrung kommt, gemeint ist damit natürlich der offizielle Release am 27. August und nicht der Frühstart am 23. August. Zwischen dem Frühstart und dem offiziellen Release laufen die Inhalte von Dragonflight ganz normal weiter, wobei es natürlich passieren kann, dass sobald ihr ein Erweiterungsgebiet betretet, eure Set-Boni nicht mehr funktionieren. Zu diesem Thema gibt es ehrlicherweise wenig Informationen, deswegen sind meine Aussagen hier auch nur Vermutungen. Es war aber zwischen Shadowlands und Dragonflight so, dass beim Übergang in die neue Erweiterung die Set-Boni deaktiviert wurden. Deswegen gehe ich davon aus, dass das auch wieder der Fall sein wird. Okay, ihr lieben Freunde, ich hoffe, dieses Video konnte euch ein bisschen weiterhelfen und ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Sorry an alle, die jetzt nochmal so richtig reingegangen sind in Dragonflight und drauf gehofft haben, dass sie dann den Level-Content praktisch überspringen und direkt in die Hero-Dungeons rein können. Das geht aus zwei Gründen nicht. Zum einen wird das Item-Level nicht ausreichen. Zum anderen starten die HC-Dungeons genau wie die mythischen Dungeons erst am 11. September mit dem Beginn der ersten Season von TWW. In diesem Sinne freue ich mich auf eure Kommentare und euer Feedback. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen und hören wir uns wieder im nächsten Video. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr nichts verpassen wollt. Haut rein und gehabt euch wohl. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen.
BB, euer Hyuga.